Oh, unser Aufklärer hat keinen Sprit mehr. Daher baue ich einfach neue. Ist günstiger, als ihn aufzutanken. Ja. Also geht schneller, meine ich. Nicht günstiger. Man sieht, Aufklärer haben im Vergleich zu anderen Einheiten einen sehr großen Sichtbereich. Und man sieht auch, Sprit ist leer, Einheit bewegt sich langsam, Sprit ist voll, Einheit bewegt sich schnell. Ich werde jeden Symbiont von diesem Planeten tilgen. Da ist die ACU. Und jetzt wird ein Angriff, ein koordinierter Angriff auf die ACU ausgeführt. Und damit die gesamte Basis dort. So ziemlich mitvernichtet. Ach, ACU ist außer Sicht. Scheiß drauf. Fahrt da rein und macht alles platt. Doch, komm ich. Und unsere epische Staubwolke setzt sich in Bewegung. Du hast recht, das passiert dir nicht nochmal. Man sieht, unsere Tech-2-Einheiten flügen so ziemlich durch die feindlichen Einheiten durch. Und da ist die SEQ und ich greife sie an. Er macht mir keine Schwierigkeiten. Man sieht, ACU hat keine Chance. Und ich würde mal auf die Minimap gucken. Dann sieht man nämlich noch was auf der Minimap. Nämlich man sieht, wie man nichts sieht. Und man kann auch unsere Einheiten gucken, es sind fast alle draufgegangen bei dieser Explosion. Das ist dann auch der Sinn der selbst dieser Zerstörungskraft der ACU. Und das war's dann auch mit diesem Level. Ich mache kurz eine Pause. Und hier sind wir bei unserer Abschlussbesprechung. Es scheint, dass Dr. Brackman mit der Einschätzung ihrer Fähigkeiten richtig lag. Ich freue mich, dass ich mich geirrt habe. Alle Symbionts von T-Bone 2 wurden gerettet und die Nation integriert. Besonders Jericho war sehr hilfsbereit und meldete sich freiwillig zum Dienst. Vielleicht werden Sie ihn eines Tages wiedersehen. Ruhen Sie sich jetzt aus, Commander. Sie werden bald wieder gebraucht. Wir haben 276 Leute umgelegt. Wir haben 358 verloren. Das heißt, wir haben mehr verloren, als wir umgelegt haben. Aber das lag eben daran, unser Feind hatte starke Verteidigungsanlagen im Vergleich zu unseren Einheiten. Wir haben Boden- und Lufteinheiten benutzt. Keine Marine ohne Wasser. Geht das doch schwer? Und dann sieht man noch unsere Masse und so. Und unsere erledigten Aufgaben. Das waren jetzt eine ganze Menge. Und noch, wann wir sie erledigt haben. Und es hat jetzt insgesamt wie lange gedauert? 50 Minuten. Das ist eine akzeptable Zeit. Und jetzt endet auch die erste Mission ist damit vorbei und ich beende meine Aufnahme für heute, werde die Videos jetzt schneiden und zusammenstellen und dann hochladen. Ich hoffe, es funktioniert. Und dann eben könnt ihr nächste Woche weitere Videos sehen. Und noch ein schönes Wochenende wünsche ich euch noch.